Herzlich willkommen im Zentrum Neue Horizonte im Bereich Astrobiografie. Heute möchten wir eine neue Reihe unserer Videos starten. Nachdem Wolfgang K. Fischer bereits seit 2013 regelmäßig die aktuelle Zeitqualität aus astrobiografischer Sicht in seinem Newsletter erläutert und schon so viele positive Rückmeldungen bekommen hat, haben wir uns gedacht, warum sollen wir diese Newsletter nicht auch mal als Video hochladen? Es geht darin immer zunächst um das Zeichen, in das die Sonne aktuell eintritt und die Energien, die dadurch im Allgemeinen auf uns wirken. Im aktuellen Sternzeichenmonat geht Wolfgang dann auf die Zeitqualität ein, indem er die Konstellationen zum Zeitpunkt des Eintritts der Sonne in das Zeichen sozusagen als Geburtshoroskop des Monats interpretiert. Hier gibt es Tipps und Hinweise, die für uns selbst in diesem Monat hilfreich sein können. Da die Mondphasen Neumond und Vollmond für uns persönlich und unser Gefühlsleben besonders signifikant sind, gibt Wolfgang anschließend noch die genauen Daten für Voll- und Neumond im entsprechenden Monat an und erläutert mögliche Ansätze, wie diese Auslöser möglichst positiv genutzt werden können. Unser erster Video-Newsletter startet mit dem Eintritt der Sonne in das Zeichen Schütze 2015. Am Sonntag, dem 22.11.2015, um 16.26 Uhr, wandert die Sonne aus dem fixen Wasserzeichen Skorpion, aus dem Hochherbst, in das bewegliche Feuerzeichen Schütze. Diese Schützezeit vom 22. November bis 22. Dezember spiegelt die im Außen immer dunkler werdende Vorweihnachtszeit bis hin zur Wintersonnenwende wider. Vieles weilt inzwischen im Winterschlaf oder schlummert geschützt unter der Erde. So präsentiert sich jetzt die physische Situation aufgeräumt, die Natur ist auf den Winter vorbereitet. Im Gegensatz dazu haben jetzt geistige Ideen oder das Interesse am Anderen und Neuen umso mehr Strahlkraft. In den alten Zeiten saßen die Menschen im Dunkeln bei Kerzenlicht beisammen und erzählten sich fantastische Geschichten und Heldensagen. Es ist die eigentlich besinnliche Adventszeit, in der sich geistige Ideale und Ziele mehr und mehr entfachen. Heute sind wir dagegen oft sehr zielorientiert in Bezug auf materielle Belange, um noch die geplanten Jahresziele zu erreichen oder im Endspurt des Jahres bis Weihnachten noch dieses oder jenes zu erledigen. Im Grunde geht es aber um eine Innenwendung und um eine Entwicklung von inneren Visionen und Zielen, die über die nächsten Monate dann Früchte tragen können. So könnte etwas weniger Stress in der Vorweihnachtszeit manchmal das richtige Rezept sein, um die Qualität der Jahreszeit in sich aufzunehmen. Also vielleicht mal eine Winterwanderung im kahlen Winterwald zu machen, gemütlich bei Kerzenschein zu entspannen und sich auf diese Weise zu öffnen für neue geistige Inhalte. Besinnlichkeit ist gerne der Nährboden für gute Ideen. Der zum Schütze gehörende Jupiter steht für Weisheit, Glückseligkeit, Segen und Fülle. Hier geht es darum, das eigene Bewusstsein zu erweitern und den individuellen Lebenssinn zu entdecken. Stichworte zu Jupiter sind Glaube, Philosophie, Reisen, Wahrheit, Wachstum, Ganzheitlichkeit, aber auch Überheblichkeit, Fanatismus, Völlerei, Übermäßigkeit oder überzogene Erwartungen. Die zu entwickelnden Eigenschaften dieser Schützezeit sind in diesem Sinne Weitsicht, Weisheit, visionäres Denken, Toleranz, Großzügigkeit, Güte, philosophische Fähigkeiten, Optimismus, innere und äußere Reiselust und nicht zuletzt eine humorvolle und offenherzige Art und Weise. Möge es uns gelingen. Der aktuelle Schützemonat. Ganz so einfach ist es in diesem Monat vielleicht nicht, die Weisheit, Fülle und Offenherzigkeit des Jupiters zu leben und sich der Welt dienstbar zu machen. Jupiter in Jungfrau. Alte Wunden der Welt,
die bis in die Gründungszeit des islamischen Glaubens zurückreichen, werden jetzt reflektiert, Jupiter in Opposition zu Chiron, und möchten geheilt werden. Ein Kampf in der Sache, bewährte Strukturen neu aufzustellen, passt nicht ganz einfach zusammen mit unterschiedlichen Weltbildern, Visionen oder Verblendungen. Saturn in Schütze im Quadrat zu Neptun in Fische. Die momentane Flüchtlingssituation sowie der Streit der Islamisten oder autokratischen Herrscher mit der westlich geprägten Welt scheinen zunächst unvereinbare Gegensätze. Das Horoskop zum Eintritt der Sonne in den Schützen am 22.11.2015 um 16.26 Uhr repräsentiert diese Herausforderungen in sehr exponiertem Maße mit der Schütze-Konjunktion von Sonne, Identität, Merkur, Kommunikation sowie Saturn, Strukturen, Begrenzungen, Grenzen im spannungsgeladenen Aspekt zu Neptun in den Fischen, Träume, Sehnsüchte, Verblendungen. Das geht so weit, dass sich die Menschen bis aufs Blut bekämpfen und sich Grausamkeiten zufügen. Der Flüchtlingsstrom zeigt diese Not und spiegelt die Sehnsucht nach einer besseren Welt, Neptun in Fische. Inklusive der Suche nach materieller Sicherheit, Jupiter in Jungfrau wieder. Toleranz des Andersartigen sowie Hilfsbereitschaft sind sicherlich die Schlüssel für ein Verständnis der Menschen untereinander. Flüchtlingshelfer arbeiten oft bis zur eigenen Erschöpfung, um die Krise zu meistern. Der Schlüssel liegt zunächst darin, im kalten Winter für Wärme sowie für materielle Sicherheit und Nahrung zu sorgen und zu helfen, wo auch immer und wie auch immer. Venus, Lilith, Mars, Konjunktion in Waage in der Jungfrau, AC Stier. Aber das Wichtigste ist es wohl momentan mit dieser Sonne-Merkur-Saturn-Konjunktion in Schütze in Haus 7, Partnerschaft, in einen Dialog zu treten, zu reden, sich auszutauschen, um Visionen und Ziele für eine friedvollere Zeit und darüber hinaus tragende Lösungskonzepte für die Zukunft zu entwickeln. Die Politik ist aufgefordert, sich nicht in Fäden zu verheddern, sondern in großen Zügen Konzepte auszuarbeiten. Wir selbst können das vielleicht nicht immer machen, aber wir können zumindest in unseren Familien und in unserem Umfeld den Herausforderungen der Zeit positiv begegnen und nehmen Gesprächsfäden auf. Respekt, Toleranz und Verständnis für unterschiedliche Ansichten oder auch Kulturen haben uns selbst und die Welt schon immer weiterentwickelt. Reden wir wieder mehr miteinander und gehen in uns. Die Mondphasen. Die Zeit um den Neumond hilft besonders zur Manifestation von Zielen, Wünschen, Segen und Bitten zur positiven Weiterentwicklung der Menschheit, um so schließlich im Ergebnis den Vollmond als positives, ganzheitliches und heilendes Ereignis wahrzunehmen. Der Vollmond lädt vor allem dazu ein, dankbar zu sein, die Verbundenheit aller Dinge und Menschen untereinander zu zelebrieren oder sich für Frieden und innere Einkehr einzusetzen. Der Vollmond am Mittwoch, dem 25.11.2015 um 23.45 Uhr im Zwilling im Haus 10, zeigt große Herausforderungen, die kommunikative Suche nach guten und tragenden Strukturen, Sonne-Konjunktion Saturn und Merkur im Haus 4 für alle Menschen zu einer emotionalen Heimat zu weisen. Sonne in Opposition zum Mond in Haus 10 im Quadrat zum DC und zum Neptun. Sehnsüchte nach Abgrenzungen oder auch die Sehnsüchte nach Lösungen und Heilungen, Neptun und Chiron in Fische in Haus 7, lassen nicht zwingend einfache Patentrezepte erwarten, sondern verlangen ein kommunikatives Engagement im Vertrauen auf wachsende Sicherheit und wachsenden Frieden. Hier steht Mars in Waage in Haus 2, im Trigon zum Mond in Zwilling in Haus 10. Mit Gebeten oder Meditationen in der Adventszeit oder eigenen positiven Initiativen können wir selbst ebenfalls zu diesem Prozess beitragen.
Auch entsteht daraus der Auftrag, immer wieder dankbar zu sein für die vielen positiven Dinge, die uns umgeben, die wir aber oft schnell vergessen oder gar verdrängen. Danke für die gute Zeit, die wir haben. 14 Tage später, zu Neumond am Freitag, dem 11.12.2015 um 11.28 Uhr, Mond im Schützen im Haus 10, zeigt sich diese herausfordernde Situation nicht wesentlich verändert. Möglicherweise haben sich sogar neue und weitere Unsicherheiten addiert. Das öffentliche Ringen um die Heilung und Lösungen, Mond-Sonne-Konjunktion im Schützen in Haus 10 sowie Saturn im Schützen am MC, jeweils im Quadrat zu Chiron bzw. Neptun in Fische in Haus 1, ist nicht einfacher geworden. Sind aber Krisen nicht dazu da, tragfähige Lösungen für eine liebevollere Zukunft zu kreieren? Am Neumondtag können wir mit unseren Bitten und Wünschen dazu beitragen, dass uns Menschen das künftig immer besser gelingen.